Ja, wir haben es getan. Damit ihr hier den Shorty versteht, kurz nur die Bilder von vorgestern. Und wer das noch etwas ausführlicher sehen will, der guckt dann gerade unten. Ich habe den ersten Teil verlinkt. Ja, wenn das mal nicht in unsere Videorubrik Shorties reinpasst. Vom Menü Look Behind. Hot Beer, Dirty Food, Old Fish, Bad Serving and About Prices. Look up. Mein Gott, ist das geil. Wir sind jetzt gerade in der besagten Taverne und setzen für euch unser Leben aufs Spiel. Das wisst ihr ja. Ihr habt uns dazu gezwungen, jetzt hier hinzugehen, nach den Bildern, die wir gestern gezeigt haben. Also hier sitzen ein nettes Paar uns gegenüber am Nebentisch. Das sind die Vorkoster. Dann brauchen wir vielleicht unser Leben doch nicht aufs Spiel zu setzen. Die beiden haben also schon gegessen. Vielleicht sagt ihr noch mal gerade, woher er kommt und was er hier so treibt in Griechenland. Wir sind Kölsche. Ein Kölsche Jungen und ein Kölsche Mädchen. Da haben wir jetzt hier schon einige getroffen. So. Ja. Essen war super. Und die Dame des Hauses kocht wirklich super sensationell. Jeden Tag andere Hauptgerichte und wirklich gut. Kannst du das bestätigen? Kann ich. Als Kölsch Jung. Ja, du musst aber ein bisschen meckern. Ihr hattet ja, ihr gebtet ja kein Kölsch. Ich kann nichts zu meckern. Ich gebe dir aber kein Kölsch, aber dir den Jute Wein. Ich gebe den Jute Wein, das ist gut. Ja, dann, also. Da wollte man ja kein Kölsch. Ja, dann trauen wir uns auch hier was zu essen. Also, wir sind jetzt erst bei der Vorspeise, aber wir können ihn jetzt zumindest schon ansatzweise verstehen, dass er so ein Schild da draußen hängen hat, ne? Der kann sich's wirklich leisten. Das ist ein echter Joke und es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ne? Nach dem Preis brauchen wir übrigens nicht zu fragen. Die stehen dabei. Die stehen auf der Karte. Eine Vorspeise 5 Euro, die würde bei uns mindestens mal das Doppelte kosten. Ne? Aber hier, das ist dermaßen lecker. Oh Mann. Gut, dass wir das Schild gesehen haben. Wir kommen hier lebend raus. Preis ist absolut überschaubar und wirklich fantastisch lecker. Oder? Ja, ist sehr lecker und so ein bisschen so griechische Mama-Küche, würde ich sagen. Genau. Was gab es dann nach dem Essen noch Krasses hinterher? Ein netter kleiner Obstteller in der Mitte mit, was ist denn das? Das sind so Krapfen, ja. Haben wir schon mal öfter bekommen. Also wie gesagt, noch als kleines Gratis-Giveaway hinterher. Ja, fragen wir nicht nach dem Preis, wenn es nicht kostet.